Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von der Let's Play Rustic Waters mit mir, die lieben Silence und den lieben Marek irgendwo da Ja, unten. moin. Es ist nicht Engineer Sly. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Und du bist auch diesmal nur Marek und nicht Herr Marek. Ja. ja, ich habe hier oben ein bisschen was umgebaut, eben weil wir brauchen Kartoffeln, damit wir heute weitermachen können. Denn wir wollen heute endlich mal die Producing Energy Quest-Reihe. Vielleicht, ja, heute nicht, in dieser Folge nicht, aber in der Aufnahmesession kriegen wir das wahrscheinlich fertig. Dementsprechend haben wir jetzt mal hier so ein paar Kartoffeln stehen, weil wir das dafür brauchen. Habe ich noch nicht auf 10-10 gebracht. Bis jetzt habe ich nur die, wie heißen sie? Rote Beete? Beet? Ja. Ja, die Beet-Gedöns und die normalen Seeds auf 10-10 gebracht. Schande auf mein Haupt, ich habe so gut wie gar nicht Minecraft gespielt die letzten Tage. Mhm. Und ich habe ein Riesenproblem. Das kann ich mal so ein bisschen spoilern. Ich habe Tom Anno vernünftig gezeigt. Oh. Ja. Mal so ein bisschen nebenbei quatschen. Genau. Marek war eine ganze Zeit lang Farm. Also, ich weiß nicht, wie lange du Farm warst, aber du hast einiges halt offscreen gemacht. Da sieht man hier auch ein paar schöne Sachen. Und ein Resonant Conversion Kit. Wenn wir davon zwei Stück haben, dann... Ja. Willst du die Sachen für Rucksack sammeln? Für den Rucksack. Entschuldigung. Jetzt noch nicht. Ich kann Stapper machen. Ja. Ja, okay. Weil das wäre vielleicht noch ganz gut. Dann könnten wir uns nämlich direkt das Beste, den besten Rucksack machen. Genau. Weißt du, wo das Endstone ist, was ich mal gesammelt hatte? Irgendwo in dem Ding müsste es doch drin sein. Stone? Nee. Nee, du wolltest was sammeln. Nee, ich war auch was sammeln. Echt jetzt? Ja, ich bin ja gestorben extra. Vielleicht noch in der Schalkerbox? Ja, ich hab's noch in der Schalkerbox drin. Ah, okay, ja. Auf jeden Fall, Marek war sammeln und hat sehr viel Zeug hier mitgebracht, wie man sieht. Sehr viel coolen Kram. Damit du nicht Kram. Allzu viele Folgen machen musst. Ja, ich hier ganz meine genau. Opfern. Ja. Ja, ich habe halt nicht wirklich viel Zeit, um nebenbei viel zu machen. Beziehungsweise habe ich halt noch andere Sachen zu tun, die mir wichtiger sind. Da ist echt verdammt viel Krempel drin. Ja, gut. Die restlichen Dinge habe ich jetzt keine Lust, gerade aufzumachen. Ja, dann wollte ich einmal ein paar Zäune bauen. Haben wir sogar schon. Denn ich will das Mycelium aufbauen. Auf dem Mycelium sollen anscheinend Tiere spawnen. Das heißt, wir werden einfach mal ausprobieren, jetzt Mycelium hier zu platzieren. Man könnte dann auch gleich mal ausprobieren, was ist, wenn wir Dirt platzieren, ob sich das Mycelium ausbreitet. Weil in manchen Packs tut es das, in anderen nicht. Gut, andersrum wäre es ein bisschen sinnlos, wenn wir dafür zwei Stacks craften müssen, wenn sich das ausbreiten kann. So. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein halber Raum und ein bisschen Dirt kommt noch dazu. Und so. Schon haben wir wieder den ganzen Raum blockiert. Ja. Ja gut, das war ja gewollt, dass wir hier dann die Tiere haben. Ich bin mal gespannt, wie weit wir damit hinkommen. Nur hier drin die zu Räume bauen? Zu verwenden. Gar nicht. Bis jetzt funktioniert's ja. Also ich gehe davon aus, spätestens wenn wir Richtung Kreativ gehen und sowas, können wir es nicht mehr machen, sorry. Och, wir können auch die zehnfache Zeit so. Warten. Dann ist die Abschlussfolge ja. Eben ein Jahr in der Zukunft. Nein. So, bin mal gespannt, wie schnell da jetzt Viecher spawnen, weil wir brauchen ja einiges für die nächsten Quests. Dann, apropos nächste Quests, hat Marek hier noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar Cooling Goo, Heating Goo, Silber, Platin und auch Shifting Scales. Ja, das war jetzt die zu farmen, alleine ja. Durch die Dungeons zu gehen. Sag du nicht ja, du hast keine Ahnung davon. Ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß. Nur, dass es bei mir nichts mit Faulheit zu tun hat. So, ich habe jetzt nur gerade keine Lust, die ganzen Quests durchzulesen. Wobei, ja doch, muss ich eigentlich. O2 Efficiency, bla. Okay. Ja, in jeder Tiefe kriegt man Protection, the top tier of swim speed and armor, ja, also die schnellsten Sachen. Ja, Hose ist halt wieder Schnelligkeit, O2 ist einfach nur längere Zeit unter Wasser.
So, diving into deep, you will want to attach warm liners and diving gear. Each piece diving gear can have a corresponding piece of underwear, and bla. Genau. Das wärmt dich halt. Ist, glaube ich, irgendwie klar. Ja. Wärmt dich. genau, man kann auf jede Rüstung das raufpacken sogar. Das ist cool. Passwort-Trigger. Was ist ein Passwort-Trigger? Passwort-based wireless Redstone. Jo. Okay. Wird ein Redstone-Signal, wenn du das Passwort eingibst. Ah, cool. Gear Swapper, was ist das denn? Damit da kannst du quasi verschiedene Rüstungen reintun und dann kannst du die direkt wechseln. Zum Beispiel eine Wärme- und eine Kälterüstung. Ach, das ist das Ding. Das ist ja geil. Ah, das ist cool. Könnten wir vielleicht auch mal irgendwann gucken. Ich gehe mal davon aus, viel Sinnvolleres steht in dem langen Text nicht. Cooling Linear. Ja, gut. Das wärmt dich und das kühlt dich. Ist, glaube ich, irgendwie logisch. Ja, wenn man halt negative Effekte hat und so weiter, verliert man Leben. Haben wir schon mal ein paar Mal gehabt. Ah, okay, man kann auch wieder Sachen rausnehmen. On each page you will find quests. Ja, gut, das sind diese optional Dinger. Dann habe ich den Kram jetzt nämlich auch fertig. Dann Autos Luis kann ich jetzt auch die letzten Sachen fertig machen. Dank dem lieben Marek. Weil der so viel gefarmt hat und so toll ist und so nett ist. Boah, kannst du mal aufhören damit? Genug geschleimt? Ja. So. Gut. Dann habe ich jetzt nämlich auch die ersten Quests alle fertig. Ach, Aquaculture habe ich auch noch Quests zum Abgeben. Ja, diese komischen Teile. Passt. Und wir haben die ersten Tiere. Haben wir nicht ein Looting-Schwert irgendwo? Ich glaube ja. Ja, hier. Ich habe die letzten drei Truhen hier auch mal aufgemacht. Ja. Und Mycelium breitet sich aus. Das heißt, es lohnt sich wirklich hier das komplett mit Dirt auszukleiden. Oh, wir haben ein Enchantment Table bekommen. Hier im Cauldron ist ein Enchantment Table. Okay. Und eine Gast hier. Und zwei Blaze Rods. So, dann kleide ich nochmal kurz alles mit Dirt aus. Also, falls ich ein bisschen verpeilt bin. Ich bin immer verpeilt. Nur, dass ich irgendwie heute gefühlt noch mehr verpeilt bin, weil ich schlecht geschlafen habe. Keine Ahnung, was wieder los war. Ich weiß nicht, kennst du das irgendwie, diese Nächte, wo du alle 10 Minuten gefühlt aufwachst? Nee, das nicht. Aber wenn du am nächsten Morgen mit einem dicken Schädel aufwachst, ist das auch nicht geil. Ja gut, das ist dein Problem, sage ich jetzt mal, wenn du saufen bist. Wie war das noch? Wer saufen ist, kann, kann auch arbeiten? Ist nicht das mit dem dicken Schädel gemeint. Achso, okay. Einfach nur Kopfschmerzen. Wir haben nicht viel getrunken. Wir haben mal anderthalb. Gut, auf Laser, jeden Fall. Jack Daniels habe ich getrunken, mir nicht. Ja, oh, gut. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Krempel wieder. Ich mach mal deine Schalker-Boxen leer. Tu das. Einfach damit du, wenn du wieder möchtest, wieder farmen gehen kannst. Außer die blaue, die gehört mir. Ja, die wollte ich auch. Da ist mein ganzer Stuff drin. Ja, da habe ich ja den Rucksack für. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir mal vernünftig da was bekommen. Also einen vernünftigen Rucksack. Weil Rucksack ist halt einfacher als die Schalkerbox. Mir reicht die Schalkerbox eigentlich. Na, mir nicht. Gut. 9 Minuten vergangen und wir haben nicht mal mit dem angefangen, mit dem ich anfangen wollte. Ich habe immerhin schon mal den Conduit Binder angefangen. Ja. Der ist auch fast durch jetzt. So, das heißt, da brauchen wir jeweils Raw-Zeug von, wovon wir noch nicht genug haben. Wir haben eine rohe Ratte. Mhm. Okay, wo hast du denn den Kompressor? Ich habe so nebenbei erfahren, dass du da auch eine Quest hast. Ja. Sind aber nur 61. Ja, ich habe doch gesagt, du musst noch den restlichen Kram craften. Ah, okay. Dann habe ich dich falsch verstanden. Das heißt, wenn ich die rausgenommen hätte, wäre die Quest getriggert worden. Das ja. Ist Sinn der Sache gewesen. Haben wir hier unten noch rote Beete? Ja. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber. Nein.
Ich will nicht unsere Kartoffeln verbrauchen. So. Ist auch überhaupt nicht nervig, dass man alles einzeln jetzt rausklicken muss. Ja. Ah, schon wieder falsches Rezept. Ich brauche noch 45 Stück davon. Ja, doch, sollte sogar reichen. Ah, ne, nicht ganz. Dann nehme ich noch ein paar Kartoffeln. Ich bin ja zu faul, hochzugehen. Ah, wobei, doch, hat gereicht. War nur eine Detection-Quest, oder? Jo. Ah, okay. Gut, dann kann ich jetzt mal zu dem, was ich eigentlich machen möchte, heute gehen. Und zwar brauchen wir Iron Sheet Metals. Na, komm. Zack. Hallo? Nichts passiert? Ich hoffe, hier noch vier Tobi not found. Das ist eine Stufe höher noch. Die Dinger, die müssen nochmal in den Kompaktor rein. Ja. Ja, gut. Dann wird's garantiert nicht reichen. Nochmal eine Stufe höher. Ja. Das heißt, die Dinger müssen nochmal ein höher. Und die kann man dann auch erst verkaufen, also. Ja. Oh. Das dauert, glaube ich, ein bisschen lange. Ja, dann kannst du den Spaß automatisieren, weil das mache ich nicht per Hand. Hätte ich auch gemacht. Das ist nämlich sehr, sehr anstrengend, wenn du das per Hand machen willst. Ja, vor allem in diesem System. Dann brauche ich noch Solding Wire. Dann Buckets. Was machst du gerade, bevor wir jetzt das gleiche machen? Ich mache immer noch die Conduits. Okay, weil ich wollte jetzt nämlich den Sheet Metal gerade mal machen. Weil da kriegen wir 250 raus. Und da kriegen wir... Magma Crucible haben wir schon, oder? Nicht. Doch. Ein Basic Magma Crucible. Wo aber so lange her. Kleber drin ist. Was wir eh nicht rausnehmen können. So. Dann packe ich nämlich das mal rein. Oh, das ist so angenehm. Man kriegt so schnell Soul dabei rum. Ah. Ich habe mal eben 3 Eimer Solder gemacht. 4 Eimer. 5. Ach, ist das angenehm. Muss man zwar trotzdem dieses andere Solder-Gedöns noch machen, aber ich sag mal, ist immer noch angenehmer als den anderen Kram, den wir sonst teilweise haben. Und ich hätte auch einfach die besseren Eimer nehmen können. Ja. Hättest du nicht, weil ich die alle im Inventar habe. Achso. Gut. So. Reicht dir ein Stack Fluid Conduits, ja, oder? Je nachdem, wie wir es bauen, sollte es reichen, ja. Kann noch mehr machen, aber. Was fehlt denn da? Da. Achso, ein Eimer hätte gefehlt. Ups. Hör mal diesen Burger hier an. Unten, da ist ein kleiner Bär drauf. Okay. Hier, kriegst du wieder zurück. Gut. Das heißt, wir kriegen jetzt den Fermenter Projector. Wir brauchen ein Cauldron und Fluid Pipes. Was gar nicht so schwer zu craften. Eisenplates und Glas. Eisenplates sollten wir noch haben. Haben wir noch Glas? Ja. Ja, klar. Und stimmt, wir haben auch einen ganzen Haufen. Hier drüben, diese ganzen Erze haben wir einen ganzen Haufen durchgeschmolzen. Also. Da sollte jetzt weniger drin sein, weil wir wollen halt demnächst das Ding mal aufräumen und in unser normales System packen. Ja, was wir, glaube ich, sogar schon machen können, weil wir haben 200.000 Plätze fast frei. Könnte man eventuell mal machen demnächst. Okay. Könnte alles reinklatschen, ja, aber sowas wie die Bäume oder so, die würde ich trotzdem noch in den Storage Drawer machen. Ja, hätte ich halt gemacht mit so einem External Interface Gedöns-Teil. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 8, okay. So. Dann haben wir die Quests fertig. Jetzt kriegen wir mal das Engineers Manual. Und wir brauchen Light Engineering Blöcke und Redstone Engineering Blöcke. Haben wir die vielleicht noch? Light Engineering und Redstone Engineering haben wir sogar noch.
Cool. Steel Scaffolding und wir könnten jetzt, glaube ich, den Fermenter aufbauen. Oder was brauchen wir dafür? Nein, geh weg. Ich will dich nicht. Ich will wissen. Oh, sieht man nicht irgendwie, was man dafür braucht? Beim Projektor. Im ja. Engineer's Manual kannst du aber auch nachgucken. Stimmt. Uah. Fleck. Dürfte ich das kurz haben? Ratte? Meins. Ich glaube nicht, dass die das lesen kann. Fermenter. Ich glaube, dann habe ich sogar alles. Ja. Wo wollen wir den hinstellen? Ganz in der Ecke hier? Hätte ich jetzt gesagt, oder? Wo war nochmal der Input und der Output? Ich weiß das leider gerade nicht mehr. Ich will auch nicht mehr sagen. Okay, dann würde ich sagen, du wirst es für dein anderes Let's Play brauchen. Ich weiß. Dann würde ich aber sagen, wir machen doch mal hier kurz einen, ja, nicht Cut, Folge zu Ende. Fingers geguckt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann den Fermenter aufstellen. Bis dahin, ciao, ciao.